dies mit der Nummer 1, heute Didier Biona. Wenn Sie sich wundern sollten, mal haben wir ihn Biona genannt, mal Bionas. Gestern hat mich ein Kollege des norwegischen Fernsehens gefragt, wie spricht man eigentlich euren Justus Strilov aus und wie sprichst du eigentlich diesen Italiener Bionas aus? Daraufhin sind wir beide nochmal zu den italienischen Coaches gegangen und die haben uns erklärt, wenn es irgendwie geht, der Mann kommt aus dem Austertal, dann nennt ihn doch Didier Biona. Wir versuchen uns das einzuprägen, auch wenn Sie zu Hause jetzt denken, der eine sagt Bionas, der andere Biona. Aber wer möchte nicht seinen Namen schon gern richtig ausgesprochen hören? Insofern bemühen wir uns. Arndt, herzlich willkommen, auch du bist da. Erster Eindruck, diese Drohne hier zeigt uns, es ist nach wie vor tief verschneit und sehr schnell und kalt auf der Strecke. Das ist eine richtige Autobahn heute, schön fest und schnell und hart. Und ich glaube, das wird den deutschen kraftvollen Läufern wie Philipp Navrat auch gefallen. Insgesamt 100 Starter heute mit dabei, hatten gemeldet jedenfalls. Zwei haben mittlerweile abgesagt, der Lette Zagnar und auch Simon Eder, der ein bisschen Halskratzen hat, den sie schonen hier in Österreich für die Staffel, denn es sind nur noch drei außer ihm übrig. Also es wird eng mit einer Staffel. Johannes Dorle, der Norweger, ist unterwegs mit seinen 26 Lenzen. Einer derjenigen, der in diesem Jahr schon richtig gut abgeliefert hat. Die Norweger sehr, sehr stark, sehr, sehr ausgeglichen. Und wir haben uns mal, sprich du Arndt, auf die Strecke begeben und versucht herauszubekommen, warum sind die Strecken eigentlich so anspruchsvoll? Warum ist der Schießstandanlauf so anspruchsvoll? Warum ist das Stehenschießen hier so schwierig? Ja, unser Eindruck war immer, dass das Stehenschießen hier nicht so gut funktioniert. Und das liegt ein bisschen daran, auf dem zweiten Teil der Strecke, das ist hier der Simon-Schemp-Gedächtnis-Anstieg, geht es eine ganze Weile rauf. Auch wenn der erste Teil schon nicht leicht ist, muss man doch einige Höhenmeter überwinden. Und dann kommt nun gleich der Streckenabschnitt der 3,3 Kilometer Runde, den nur die Männer laufen. Und da sieht man, hat man mich ein bisschen beschleunigt, da muss man ganz schön weit rauflaufen. Und da oben ist wirklich der Moment, wo die Ausbelastung am höchsten ist. Dann kommt diese Spitzkehre, das heißt, man muss auch in der Abfahrt immer arbeiten, ein paar Wellen. Und da ist die Oberschenkelmuskulatur wirklich am Limit, wenn man zum Schießen kommt, vor allem zum Stehenschießen nach zwei Runden. Und da ist man einfach irgendwie ein bisschen wackeliger unterwegs und das schlägt sich auch ein bisschen in der Schießquote wieder. Letztes Jahr im Schnitt mehr als ein Fehler stehend das ganze Feld. Das heißt, hier werden viele Fehler geschossen und das muss man sich gut einteilen und darf da oben in der zweiten Runde es nicht übertreiben. Also hat diese Strecke zu Unrecht den Ruf, eine leichtere zu sein im Vergleich zu Oberhof zum Beispiel oder Antholz bei der Höhe oder Östersund mit vielen Anstiegen. Aber hier erstmal Ehre, wem Ehre gebührt. Philipp Navrat, der Mann in Gelb. Das, was Franziska Preuß heute nicht machen kann. Er darf sich mit dem gelben Trikot auf die Strecke begeben. Hat das ja schon einmal gehabt nach dem Sprint in Östersund. Hat sich damit richtig wohl gefühlt. Jetzt neuer Ort, neues Glück. Bin mal gespannt, wie das heute abgeht hier. Ob die Bedingungen extrem anders sind, ob die Strecke langsamer ist, ob sich andere vielleicht mit tollen Laufzeiten hervortun heute. Er hat sogar das gelb-rote Trikot. Ja. Er führt ja auch in der Sprintwertung. Das heißt, ein bisschen besondere Ausgangsposition heute noch im Vergleich zu Östersund. Aber die Streckenbedingungen sollten ihm liegen. Also der Philipp hat schon ordentlich Kraft. Und die kann er hier auch gut auf die Strecke bringen. Es ist fest, es ist hart, es lässt sich gut laufen. Und eine frühe Startnummer ist, glaube ich, auch nicht so verkehrt. Es wird immer ein bisschen wärmer. Und jetzt ist der Schnee wirklich noch kalt. Und ja, damit sind es deutsche Bedingungen. Im Hintergrund haben wir den ewigen Schornstein von Hochwilzen gesehen, der uns immerhin zeigt, kein Wind heute. Also insofern ganz gute Bedingungen auch für Johannes Dorle, den 26-Jährigen, der mittlerweile einen Doppelnamen trägt. Dorle Schäfdorl hat geheiratet und auch der Name seiner Frau soll in den Grafiken erscheinen. Wir bleiben mal bei Johannes Dorle, der Einfachheit halber, und freuen uns mit Philipp Navrat. Seit Jahren als das große Dauertalent gehandelt, großer, muskulärer Typ, sehr zurückhaltend, bescheiden, offener, ehrlicher Mann, der gesagt hat, tja, ich weiß noch nicht so richtig, wie ich mit dem ganzen Druck jetzt umgehe, mit einmal wollen alle was von mir. Sein Trainer Uroš Velepec sagt, nach außen hin wirkt er ruhig, aber innen drin mag es anders aussehen. Er ist gespannt, wie das heute abgeht und das sind die, die ihm heute noch folgen aus deutscher Sicht. Justus Strelo trägt die Startnummer 14. Benny Doll, die 19, unten eingeblendet die dazugehörigen Startzeiten. Roman Rees dann, der Sieger des 20ers von Östersund, 11:46:30. David Zobel und Johannes Kühn, allesamt in den ersten beiden Startgruppen. Ein Wahnsinn, die Deutschen zu fünft unter den Top 15 und die haben freie Wahl. Und der Sechste ist dann auch noch in die zweite Gruppe gegangen. Also erste Hälfte alles voller deutscher Starter, zweite Hälfte dann
ohne deutsche Starter. Ja, genau. Es ist Ausnutzen der Regel, alle möglichst vorne reinzuschieben. Und ich bin gespannt, was Roman heute macht. Nach dem Auslassen der beiden Rennen in Östersund bin ich gespannt, wie er zurückkommt. Ich glaube, so schwer war die Erkrankung nicht. Das heißt, kann man von ihm vielleicht auch wieder einiges erwarten. War gestern beim Training guter Dinge, hat erzählt, er sei wieder komplett gesundet und freut sich auf den heutigen Sprint. Felix Leitner, eher einer für die lange Strecke, der auch in Östersund gut abgeliefert hat, als einer von 2-0 Fehlerschützen, war dort Elfter. Laufzeit eher durchwachsen, aber zumal heute auch noch Simon Eder ausfällt, trägt er fast alle Hoffnungen der österreichischen Mannschaft heute. Tommaso Giacomel, Shootingstar des vergangenen Winters, würde ich sagen, hat er mehrfach auf sich aufmerksam gemacht, hat seinen ersten Podiumsplatz geschafft. Hoppla, ist ihm gleich der Stock gebrochen. Ups. Also gleich im ersten Schub, also so möchte man natürlich nicht, dass so ein Rennen beginnt. Jetzt hätten wir vielleicht mal da bleiben sollen, denn es sind ja von allen Mannschaften in der Regel gleich im Startbereich auch Betreuer und Trainer postiert, die mit Stöcken da warten, falls dieser Fall eintritt, der unwahrscheinliche des Stockbruchs, der ihn ihr gleich ereilt hat. Ja, Herr Landsmann, Didier Biona, der wirklich auch richtig gut unterwegs war im letzten Jahr schon und in diesem Jahr zweimal Top 15 in Östersund, das war ein guter Start in den neuen Winter. Jetzt ist er hier am höchsten Punkt gleich. Und ich habe eben rausgeschaut, Tommaso Giacomo hat gleich einen Stock bekommen, nach ungefähr 150 Metern, also kein Problem, man muss das erstmal verdauen wahrscheinlich. Schießt einem erstmal richtig Adrenalin in die Knochen und man ist perplex, was passiert jetzt? Wir freuen uns auf diesen zweiten Sprint des Winters von Philipp Navrat. Hatte vor seinem Sprintsieg von Östersund zwei vierte Plätze, jeweils über die 20 Kilometer. Und jetzt zum ersten Mal hat alles gepasst bei ihm. Und er gewann diesen Sprint gegen durchaus namhafte Konkurrenz. Johannes Dorle geht aber auch an wie die Feuerwehr, hat man das Gefühl. Und ist eher ein Kandidat für die Schlussrunde. Also ich könnte mir vorstellen, dass die Norweger heute heiß sind. Justus Strelo, noch so einer, den wir loben müssen, der im letzten Jahr einmal Achter, zweimal Neunter war und dann wie Phoenix aus der Asche hinter Roman Rees Zweiter wurde über die 20 Kilometer in Östersund. Ein guter Schütze ist er schon immer gewesen, hat sich nochmal mächtig verbessert in Sachen Lauftechnik und hier der Nächste, der vor ihm auf 1 war, die beiden konnten ihr Glück kaum fassen, Roman Rees. Das hier vielleicht der beständigste und beste Schweizer momentan, Sebastian Stalder, war Fünfter über die 20 Kilometer zum Auftakt. Und muss heute auch für andere mit in die Bresche springen, denn auch im Team der Schweizer gibt es Krankheitsfälle. Hartwig leider raus, ihr bester Mann des letzten Jahres. Und auch Danusa muss heute ersetzt werden. Also nur wenige Schweizer heute im Team von Remo Krug. Sebastian Stalder wirklich mit guten Laufzeiten auch in Östersund. Also hat sich da deutlich verbessert. Und jetzt kommen wir schon zum ersten Schießen. Schauen wir mal auf die Besonderheit. Erstmal wird ja logischerweise beim Sprint, das wissen Sie, liegend geschossen. Die Dibiona, angeleitet von seinem Schießtrainer Cianciana, der ganz große Stücke auf ihn hält. 25 Jahre jung, der Mann, der auch sinnvollerweise in einem Ort namens Biona wohnt. Praktisch, ja. Er gibt uns die erste Anhaltspunkte. Nimmt sich viel Zeit. Zum ersten Schuss. Das ist hier sein Trainer Fabian Cianciana. 16,8 Sekunden ist eigentlich in Ordnung. Oh ja, ich finde, das kann man schon ein bisschen zügiger machen. Also 12, 13 Sekunden wäre schön. Insgesamt 34 ist natürlich schon eher eine recht langsame Schießzeit. So, jetzt gut unten zu sehen. Minus 18,7, also kommt er mit einem riesen Vorsprung schon auf den gewiss nicht schlechten Läufer Biona zum ersten Schießen. Aber muss auch gleich zum ersten Mal in die Strafe. Ja, aber dadurch, dass er 4 Sekunden schneller geschossen hat, so viel schneller gelaufen ist, könnten die ungefähr zeitgleich rausgehen. So, der Nächste am Start der deutschen Mannschaft, der Dritte, Benny Doll mit der 19, 33 Jahre alt, der Leader, der Capitano. Gestern hat er ein bisschen kleinlaut gefragt beim Training, Urosch, sein Trainer also, während wir hier Roman Rees und David Zobel sehen, kriege ich denn morgen auch eine gute Startgruppe? Und Urosch Wellepetz sagte, you are the one and only, nach wie vor der Beste, der Leader in diesem Team.
Keine Frage, Benny Doll war leicht erkältet, schleppt das immer noch so ein bisschen mit sich rum. Und wenn alles wieder passt, dann wird er garantiert wieder einer der Stärksten sein. Genauso gut wie Philipp Navrat, die beide sicherlich etwa auf einem Lauflevel sind. Das stimmt. Philipp hat da 9 Sekunden verloren von der letzten Zwischenzeit im Berg. So, da haben wir ihn also, Johannes Tinisbø, den Mann, der auf seine Lieblingsstrecke geht. 36 Sprinterfolge, sage und schreibe, hat er schon eingeheimst. Und während Dimitri Pidružny hier zum Schießen Maß nimmt, wollen wir ganz kurz mal reinhören, was Johannes Tinisbø zu seinen und den norwegischen Chancen am heutigen Tag gesagt hat. Deutschland hatte bei extremer Kälte sowie zuletzt in Östersund immer gutes Material, siehe auch Hanti-Mansisk, wo deutsche Biathleten regelmäßig Erfolge feierten. Aber je wärmer es ist, desto besser sind wir Norweger. Das sieht hier in Hochfilzen also ganz gut aus für uns. Also Optimismus bei ihm. 2 Fehler bei Pidružny hatten wir parallel gesehen. Und jetzt der Superschütze Felix Leitner. Er einer, der fast immer trifft, als wenn seine Projektile Magneten drin hätten. Das ist wirklich einer der allerbesten Schützen der letzten beiden Jahre. Ich finde es bei ihm immer interessant, dass er mit dem Mittelfinger repetiert. Das sieht man sonst bei keinem Athleten. Das ist tatsächlich ein guter Ansatz, ihn mal zu fragen, warum das so ist. Ist ja ein bisschen längerer Weg, ne? Ja, ist ein bisschen längerer Weg. Aber das macht er schon seit ein paar Jahren, hat er sich so angewöhnt. Ludwig Gredler haben wir da gesehen, auch österreichisches Urgestein, der viele, viele Jahre auch aktiver war und jetzt schon seit eben Jahren da als Trainer, als Co-Trainer fungiert. Eine Konstante im Team Österreich, 7 Sekunden Rückstand für Felix Leitner auf den führenden Norweger Dorle vor Biona, die beiden nur um 6 Zehntel getrennt. Hey Benny, sehr gut. Eine Sekunde auf 1 im Angang, schneller wieder Phil. Hat die Richtzeit bekommen, Benny Doll, schneller als Philipp Navrat, hat er zugerufen bekommen. Das ist Uroš Velepec, der slowenische Chefcoach der deutschen Nationalmannschaft seit diesem Jahr. Der Nachfolger, der in die großen Fußstapfen von Mark Kärntner tritt. So, erstes Schießen. Rückstand auf den führenden Dorle. 12 Sekunden. Ja, beide knapp. Vorher, die ersten beiden waren auch schon rechts, beziehungsweise rechts tief. Der auch. Und das, obwohl gerade ein Hauch von links. Der Wind kommt einen Hauch von rechts. Das heißt, eigentlich hätten die Schüsse vielleicht eher links liegen müssen. Also da hat irgendwas nicht ganz gepasst im Anschlag. Ja, und Uroš hat ihn gestern noch versucht, ein bisschen zu bremsen. Beim Training war er immer sehr forsch mit dem ersten Schuss. Hat versucht, sehr zügig zu schießen, auch einen guten Rhythmus. Der Trainer hat ihm nochmal gesagt, warte ab, bis du dich richtig gut fühlst. Heute hat er vielleicht ein bisschen überzogen. Oder das Trefferbild etwas verlagert, wie du es eben erklärt hast. Auf alle Fälle 2 Strafrunden, das ist eine Menge Holz. Zumal er die ja auch mit in die Verfolgung nehmen muss. Damit hat man in Hochfilzen normalerweise keine Chance mehr auf ein Top-Ergebnis. Thierry Langer da eben auf die Strecke gegangen. Ein Trainingskamerad übrigens, der Belgier, von Roman Rees. Thierry Langer wohnt dort unten, trainiert sehr oft gemeinsam mit Roman Rees, mit Fratscher, mit Benny Doll. Ist da schon seit 2, 3 Jahren auch ansässig, hat eine Wohnung dort. Und fast ein bisschen Schwarzwälder geworden. So, Tommaso Giacomel. 8. über die 20 Kilometer in Östersund. Stärkstes Resultat. Ja, mit einer guten Trefferlage, die ersten beiden wirklich in die 10. Dann leichte Linkstendenz, aber ja, wirklich saubere Null. Läuferisch noch nicht ganz auf dem Level der Allerschnellsten, aber er pirscht sich ran, war ja auch im Sprint und in der Verfolgung ganz gut drauf. In Östersund, wie gesagt, nicht absoluter Top 10, aber 14. und 12. das ist dicht dran und das deutet darauf hin, dass er sein Level vom letzten Jahr bestimmt bald wieder abrufen kann. Und führt jetzt nach dem Liegenschießen. 7 Sekunden auf Dorle und wir sehen Justus Strelo, der uns
sehr viel Spaß gemacht hat. Und auch die Frage des norwegischen Fernsehkollegen zeigt, die Aufmerksamkeit für die Deutschen ist größer geworden. Er wollte unbedingt wissen, ja, wird er denn wirklich Strelov ausgesprochen? Oder nein, habe ich gesagt, Strelo. Und er will es heute auf jeden Fall machen. Sehr gute Serie. Auch er hat ein bisschen gearbeitet, hat eine minimale Diopter-Erhöhung vorgenommen, hat mir erzählt, so 4,5-5 mm, um eine etwas entspanntere Kopfhaltung dabei zu bekommen. Das ist wahrscheinlich beim Stehendanschlag noch deutlicher als beim Liegenschießen. Haben fast alle Deutschen übrigens gemacht, ihre Diopterlinie ein bisschen erhöht, um so ein bisschen den französischen, den norwegischen Anschlag hinzubekommen, mehr beim Stehendschießen in die Waffe hineinkriechen zu können. Ja, das ist schon ein großes Thema, natürlich den Anschlag zu verändern. Und bei manchen geht es dann ja wieder ein bisschen zurück, wie bei Johannes Tingesbö, der da eher wieder einen Ticken zurückgeht, gemerkt, es ist vielleicht zu extrem für einen Liegendanschlag. Und es gibt ja trotzdem auch noch Athleten, die wirklich eher einen neutralen Anschlag haben. Also es ist nicht zwangsläufig so, dass die Guten alle so einen extrem stehenden Anschlag schießen mit so viel Spannung, sondern manche schießen noch neutral und treffen auch. Zum Beispiel Felix Leitner, zum Beispiel Sebastian Stalder. Aber sind alle etwa in dem Bereich. 16,9, 17,6 Sekunden. Also viel, viel schneller beginnt heute keiner. Und Stalder tatsächlich mit einem Fehler. Sehr ungewöhnlich für ihn. Ja, er braucht dann schon die Null, auch wenn er jetzt besser gelaufen ist. Aber Johannes Dahl hat sich in der ersten Runde ein bisschen abgesetzt. Mit 12 Sekunden vor Philipp Navrat. Also der wollte es wissen. Und deswegen bin ich gespannt, wie die anderen Norweger da unterwegs sind. Wenn Johannes Tingesbø bald zum Schießen kommt. Roman Rees geht auf die Strecke. Wie gesagt, falls Sie sich jetzt erst einschalten sollten, er ist wieder komplett gesund. Dann sehen wir hier David Zobel, der nochmal die letzten Aufmunterungen bekommt, der gleich mit der 38 an der Reihe sein wird. Und wir wechseln im Schnellen hin und her zwischen den deutschen Athleten und kommen zu Benny Doll, der wiederum kommt zum Schießen. Mit einer guten ersten Runde, 8 Sekunden hinter Johannes Dahle, war bis jetzt die zweitschnellste erste Runde. Währenddessen die Regie einmal rüber switcht zu Didier Biona, der schon zum zweiten Schießen kommt. Einmal fehlerfrei geblieben ist. Hier natürlich logischerweise die Führung übernimmt, aber wir schauen auf Benny Doll. Ja, sehr schöne, sehr konzentrierte und sehr schnelle Treffer, die er da abgeliefert hat. Er will unbedingt wieder auf die 90% Trefferleistung kommen. Im letzten Jahr bei 83 ein bisschen hinter den Erwartungen zurück, obwohl er am Ende Weltcup-Gesamtvierter war und damit die beste Gesamtleistung seiner Karriere hingelegt hat. Schön, dass er noch so große Ziele hat. Das weiß auch sein Trainer Uroš Velepet zu schätzen. Er sagt, toll, wie ehrgeizig und voller neuer Ziele Benny Doll noch ist. Aber jetzt Achtung, auf den Mann, den du schon angekündigt hast. Abend, Johannes Dahl ist Chefdahl. Der war auch sehr weit, der erste Fehler. Den sieht man da links unten auf der Scheibe. Jetzt nicht mehr. Und wir achten auf Johannes Tingesbø, der seinen Liegenanschlag ein bisschen kompakter machen möchte gegenüber Östersund. Ungewöhnlich zu Beginn der Saison schon alles auf den Kopf zu stellen. Aber das hat erstmal geholfen. Vielleicht kriegen wir gleich noch eine Zeitlupe und du kannst einmal schauen, ob du was entdeckst, was vielleicht anders ist. Wahrscheinlich eher schwieriger für den Laien zu erkennen. Ja, diese Unterschiede sieht man eh nicht so. Man spürt es deutlich stärker, als man es sehen kann. Aber jetzt mit einer ja, doch ordentlichen Führung. Und er hat auch die schnellste Runde noch 8 Sekunden vor Johannes Dahle gehabt, Johannes Tingesbø. Das heißt, ich glaube, wir sehen wieder den alten Johannes Tingesbø von der letzten Saison gerade. David Zobel startet und ich kann Ihnen sagen, Bö mit 10,8 Sekunden Vorsprung auf Benny Doll. Der wiederum hat noch mal 11 Sekunden auf Giacomel. Also auch Benny Doll heute ganz, ganz stark und schnell unterwegs. Ja, und auch bei der Zwischenzeit sieht man jetzt, Johannes Tingesbø lag schon vorn. Benny Mangan, gut, ein Teil übergegen wieder. Christian Mieringer, der deutsche Frauentrainer, vergleicht immer die Zeiten ein bisschen mit den anderen Deutschen. Ich finde, das macht er ganz gut, weil die genau wissen, wie gut der jeweilig andere im Training unterwegs ist, was er in den vergangenen Wettbewerben abgeliefert hat. Insofern ist das ein ganz guter Anhaltspunkt. Ja, und man hat die gleichen Voraussetzungen, was die Ski angeht. Das ist auch immer, man kann sich deutlich besser einschätzen. So, jetzt der Mann, der schon zweimal den Federhandschuh hingeworfen hat. Einmal vor der letzten Saison, einmal vor dieser, Sebastian Samuelsson. Und wir schauen nochmal auf die Vorbereitung von Johannes Kühn. Unter dem Motto, einen haben wir noch, Startnummer 47, der sechste Deutsche, der sich gleich
ins Rennen begibt. Ja, da hat Philipp doch einiges noch verloren. Vom Schießstandausgang bis oben. Ja, und wir haben auch übrigens Nachricht bekommen von Uroš Velepec vom Schießen, dass er etwas zu aggressiv war beim Schießen, beim Liegenanschlag, beim Abzug, zu schnell den Finger dran hatte, ein bisschen überpaced hat, so wie wir es vorhin schon vermutet hatten. So, einer aus der starken norwegischen Fahrlands, Vebjørn Sørum. Dritter und Siebter in Östersund. Dritter im Sprint, das war sensationell im letzten Jahr im EU-Cup unterwegs. Und hier mit dem ersten Fehler. Und gleich den zweiten oben drauf, also ein bisschen zu schnell begonnen auch. Wenn ich es richtig gesehen habe, hat er jetzt bei rechts gedreht, obwohl der Wind von rechts kommt. Aber da ist das Rennen für ihn natürlich gelaufen. Drei Fehler, auch keine besonders gute erste Runde. Sigrid Marseille war sehr zufrieden mit seinen Jungen, die ja auch schon 26 sind, mit Strömsheim und Sørum zum Auftakt in Östersund. Heute kleiner Rückschlag für die beiden. Und Krešimir Šmitković, der Kroate, einer der absoluten Neulinge. Vielleicht auch kein Zufall, dass gerade bei seiner Waffe hier ein Problem besteht. Ja, da liegt, ist glaube ich, auch ein bisschen Schnee an der Waffe. Vielleicht ist er gestürzt. Mhm. Dann ist der Ablauf so an, man hebt die Hand am Schießstand, dann kommt ein Helfer und gibt einem vielleicht irgendwas, ein Werkzeug, womit man den Schnee rausnehmen kann. Genau, vielleicht einen kleinen Schraubenzieher. Die Regel ist, man muss selbst an seiner Waffe hantieren. Man darf keine Hilfe in Anspruch nehmen. Das heißt, der Helfer darf nicht für einen da den Schnee rauspulen. Das muss man schon selber machen. So, 10 Sekunden Rückstand auch für den sehr, sehr schnellen Läufer Sebastian Samuelsson, der in Östersund mehrfach die Laufbestzeiten hatte. Heute scheint also Johannes Tinisbø wieder zurück zu sein. Wichtig für Samuelsson, die Null muss stehen. Ich habe das Gefühl, das norwegische Technische Imperium. Fehler beim letzten bei Samuelsson und Philipp Navrat mit dem dritten heute insgesamt. Ja, da war am Abzug, ist nochmal weggegangen. Den Finger nochmal gerade gemacht. Das hat sicher ihn vor einem Fehler bewahrt, aber natürlich insgesamt mit drei Fehlern. 70% heute Trefferleistung. Das reicht leider nicht für eine Top-Platzierung. Fast ein halber Kilometer mehr, den er da laufen muss. Das ist einfach zu viel im Vergleich zu den allerbesten. Logischerweise auch, wenn er wieder eine ähnlich gute Laufform zur Hand haben sollte. Aber heute etwas andere Bedingungen. Zwar immer noch Minusgrade, aber nicht mehr so extrem kalt wie in Östersund. Ja, er bekommt in der zweiten Runde auf 24 Sekunden von Johannes Dahle. Und Johannes Tinisbø war ja noch mal schneller als Johannes Dahle. Ja. Das heißt, da werden es dann mehr als 30 Sekunden vermutlich sein. Das ist schon eine Menge im Vergleich zu Östersund. Wir sind bei Giacomel, immer noch Dritter nach dem Liegenschießen. Auch hier noch mal eine Null draufgepackt, also ganz stark, nur 19 Sekunden seine Serie. Das ist wirklich klasse. Die besten peilen die 20 an im Stehenschießen. Sein Coach, Fabiano Cianciana, den wir da eben kurz gesehen haben, und Johannes Kühn. Hat auch gute Erinnerungen an noch. Filzen hat hier den Sprint gewonnen, 2021 im Dezember 2021. Ja, ist eine Strecke, die ihm auch liegt, mit seinem wirklich starken 2-1 kurz. Mit der Bergtechnik, da ist er wirklich gut. Ja, ist wahrscheinlich auch immer wieder wichtig, sich so gute Erinnerungen wieder mal vorzukramen und sich daran ein bisschen lang zu hangeln und das Gute halt mit auf die Strecke zu nehmen. Wir sind bei Justus Strelo, haben vorhin gesehen, tolle erste Serie und nur 11,8 Sekunden Rückstand auf den momentan führenden Tommaso Giacomel aus Italien. Achten gleich mal drauf auf den Atemstopp. Abend. Ja, man sieht schön die Bauchatmung, da hat er Glück gehabt. Da bewegt sich am Brustkorb gar nichts, sondern die gesamte Atmung versucht er in den Bauch zu leiten. Und ja, wie man es von Justus kennt, auch zügig geschossen. Na klar, hat er beim dritten ein bisschen Glück gehabt. Aber wieder ein klasse Rennen von Justus Strelo. Hat man in Östersund schon mal thematisiert, dass er jetzt ein bisschen umgestellt hat mit dem Atemstopp beim Stehenanschlag. Aber erst einmal Achtung für Roman Rees. Erste Schießen heute. Deutlicher Rückstand übrigens. Über eine halbe Minute schon auf Johannes Tinisbø. Also das sind dann schon Welten. Und Glück beim ersten.
Mal Glück. Also er ist 6 Sekunden langsamer gelaufen als Justus in der ersten Runde. Das ist vielleicht auch ein Vergleich, der ihm dann eher hilft. Und na klar, er hat einen kleinen Ausfall gehabt, ein paar Tage nicht so viel trainieren können oder gar nicht trainieren können. Das merkt man dann schon, bis man wieder reinkommt in die hohen Geschwindigkeiten. So, dann sind wir bei vorhin schon mal angesprochenem Endre Strömsheim, dem IBU-Cup-Gesamtsieger des letzten Jahres, der hier mit einer Wildcard am Start ist, aber auch schon richtig gut abgeliefert hat. Und er macht so weiter. Sechster, Sechster, Fünfter in den ersten 3 Rennen. Das war wirklich klasse, hat auch Sigi Marseille gefreut, der neuerdings immer mit dem Lolli zu sehen ist. Und man mag es kaum glauben, einer muss nach diesem Weltcup die norwegische Mannschaft verlassen. Und es deutet im Moment vieles auf Stølaholm Lagreid an. Das ist ein Wahnsinn. Dazu mehr, wenn wir ihn nachher im Bild haben. Jetzt zu Benny Doll, dem Weltmeister auf dieser Strecke hier in Hochfilzen. Schade, kam mit einem satten Vorsprung vor Tommaso Giacomelli. Ja, hat er sich gut gefangen nach diesem Fehler zum Auftakt, was mal besonders schwierig ist. Uros Schwellepetz funkt raus auf die Strecke. Gibt jetzt ja keine Korrektur mehr. Zweite Schießen, das war das letzte für Benny Doll, muss einmal in die Runde. Läuft aber heute richtig gut. Stichwort gute Laufzeit. Die hat auch Johannes Dorle, der hier im Ziel erstmal in Führung geht, trotz seiner 2 Fehler. Mal schauen, was das am Ende für ihn bedeutet. Hier nochmal der Fehler von Benny Doll. Er hat sich dann gut gefangen und hat eben doch wieder seine 90% geschafft. Und Fehler bei Johannes Thiemsbø. Übermut tut selten gut, würde ich sagen. Da wollte er zu viel in seinem eigentlich stärkeren Anschlag und schießt hier 3 Fehler, Johannes Thiemsbø. Mit einem riesen Vorsprung hier angekommen, hätte das überhaupt nicht nötig gehabt. Das war für meine Begriffe viel zu viel Risiko. Ja, vielleicht schießen da viele, viele Gedanken durch seinen Kopf und er wollte es heute unbedingt reißen. Die zweite Runde war aber auch gar nicht so stark wie die erste, war da langsamer als Johannes Dahle, der wirklich eine Wahnsinnszeit heute hingelegt hat. Hier im Bereich von Benny Doll beim ersten Schießen, Vetles Jonstad Christiansen. Zuletzt Dritter in der Verfolgung von Östersund mit klar ansteigender Formkurve. Auch er einer, der den Federhandschuh hingeworfen hat. Und hier kurz nachgeschoben, das erste Schießen von David Zobel. Sehr schönes Schießen, reiht sich auf Rang 7 ein mit einem Rückstand von 27 Sekunden. Hier haben wir es dunkel unterlegt. Sechster Justus Strelo, siebter David Zobel und dritter nach dem ersten Schießen Benny Doll. Der ist nach dem zweiten Anschlag momentan immer noch auf Rang 2 hinter Giacomelli. Mit einem Fehler hat nur 6,6 Sekunden Rückstand und 18 Sekunden ungefähr Vorsprung auf Johannes Thiemsbø, der jetzt rausläuft hier nach dem zweiten Schießen als Fünfter. Ja, nach 3 Strafrunden, da geht man natürlich auch nicht mehr so frisch auf die dritte Runde. Da bin ich gespannt, was er da jetzt überhaupt noch rausholen kann. Zumal die zweite nicht mehr ganz so stark war und da, ja, war zwar 11 Sekunden schneller als Benny Doll, aber da bin ich gespannt, was er jetzt noch leisten kann. Bin ich auch gespannt. Also die Bretter laufen auf jeden Fall wieder, das kann man konstatieren. Und Quentin Fillon-Maillet, der Franzose, 2-mal Olympiagold und danach eine tiefe Depression. Sehr holprige Vorbereitung vor dieser Saison. Und dennoch hat er gesagt, ich habe mich in einigem verbessert, habe beim Schießen einiges probiert und will wieder ganz vorne angreifen. Ja, auch gerade so Randtreffer hoch. Und dann der Fehler hoch. Er hat irgendwie gefühlt auch einen sehr breiten Anschlag eben liegen gehabt, also die Ellenbogen weit ausgelagert. Ja, und hier Jean-Pierre Amar, ein ehemaliger Olympiateilnehmer im Sportschießen, der wieder zurückgekehrt ist ins Team der Franzosen, der ihn assistiert beim Schießen und auch Fillon-Maillet wieder ein bisschen auf Vordermann bringen möchte. Leitner, wie wir es schon angedeutet haben, schießtechnisch eine 1, im Laufen hängt er weit, weit zurück. Ja, 1 Minute 20 mit 0 Fehlern und insgesamt bekommt er da 2 Minuten 7 auf der Strecke von Johannes Dorle, der wirklich schnell unterwegs war. Ja, und jetzt weiter, der Anstieg. Platz 3, 5 auf 1, Giacomelli und Dorle,
Doll hat nochmal viele neue Technikimpulse bekommen von Jens Filbrich. Zum Beispiel, was den Kniewinkel betrifft. Beine unten nicht durchstrecken, was er früher so gern gemacht hat. Also auch im hohen Alter ist er noch sehr wissbegierig und möchte immer noch neuen Input. Betrifft auch das Schießen. Kann man gleich beim Verfolger mal näher erklären, wenn wir ihn mal allein im Bild haben. Ja, er hat jetzt auch aufgeholt auf Tommaso Giacomelli, den könnte er sich jetzt noch holen auf der letzten Runde, aber gegen Johannes Dorle wird es schwierig. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, dass er als Zweiter ins Ziel läuft gleich. Und dann kommt ja zum Beispiel noch Wettle Christiansen, der auch gut unterwegs ist. Also Dorle momentan mit der absolut besten Laufzeit vor Biona. Und wir sehen wieder Sebastian Samuelsson. Der sich jetzt natürlich das gelbe Trikot holen könnte. Philipp hat ausgelassen. War nur hauchdünn zurück in der Gesamtwertung. Also das sollte passen, wenn er hier nochmal mit einer Null durchkäme. Ja, das macht er. Sebastian Samuelsson, 26 Jahre alt, aus Skjoldafjord. Und Philipp Navrat ein bisschen schulterzuckend im Ziel. Ganz andere Körpersprache als nach dem Sprint von Östersund. Logisch, drei Fehler, nur Fünfter, 1,34 zurück. Laufzeit auch über eine Minute langsamer als Johannes Dorle. Trotzdem aber dritte Laufzeit aktuell im Ziel. Also Johannes Dorle hat sich bis jetzt sehr weit abgesetzt. Dann kommt Giacomel, das wird gleich die Richtmarke für Benny Doll sein. Hat verloren. 13,9 Sekunden jetzt. Das war ein kleinen Vorsprung auf Dorle gehabt nach dem Schießen. Das heißt, er hat jetzt 15 Sekunden auf der letzten Runde auf den starken Norweger verloren. Genau. Und wieder ganz schnelles, ganz starkes erstes Schießen. Liegenschießen, seine Schokoladendisziplin, die von Johannes Kühn. Das hat er klasse gemacht, auch sehr schnell zum ersten Schuss gekommen. Also das war eine ordentliche Einlage hier. Rückstand waren auch nur 17 Sekunden, also toller Einstieg für Johannes Kühn. Wenn man auf die Scheibe schaut, auf die Scheibe 16, die ist schon ziemlich häufig benutzt worden, die sieht schon recht zerbröselt aus und die Fehler sind alle ganz schön weit. Das heißt, wenn hier Fehler passieren, dann werden die ganz schön verrissen, hat man den Eindruck. Würde deiner Theorie sozusagen komplett entsprechen, der Erklärung von vorhin, dass es hier wirklich sehr schwierig ist, vor allen Dingen mit dem Stehendanschlag bei diesem Schießstand. Justo Strelo. Dickes Lob, Kompliment jetzt schon mal, auch wenn der Rückstand groß erscheint. Auch wieder ein ganz starkes Rennen des Sachsen, der seit einigen Jahren in Oberhof zu Hause ist, dort trainiert und lebt. 49,8 Sekunden, das wirkt erstmal viel, aber im Ziel ist er Dritter hinter Dorle und Giacomel. Auf den hat er übrigens fast eine halbe Minute verloren, auf den Italiener. Beide mit null Fehler. Und Benny hat sich Giacomel jetzt schon geholt sozusagen. Im virtuellen Duell. Aber gegen Dorle ist es einfach nicht möglich, da was rauszuholen. Der muss wirklich heute extrem gut unterwegs gewesen sein. Also wieder einer der Schweden beim Schießen, das ist Emil Nyquist. Aber wir konzentrieren uns logischerweise auf Roman Rees. Zu Nyquist wäre eine interessante Geschichte zu erzählen, vielleicht später, wenn wir ein bisschen mehr Zeit haben. Roman Nyquist und Ivarsson sehr gebeutelt in Sachen Anreise hier. Aber Roman Rees, die Null steht, nur 18 Sekunden beim Schießstand reinlaufen. Das ist einfach schade. Auch er muss über zwei Fehler hier konstatieren, muss 300 Meter extra laufen. Roman Rees, Philipp Navratsch und deren drei. Justo Strelo mit null durchgekommen, Benny Doll mit einer. Und wir sehen wieder Endre Strömsheim, einen der wenigen Linksschützen im Feld, der wirklich geglänzt hat mit herausragenden Leistungen als Wildcard-Inhaber, der die ersten beiden Weltcups mitmachen durfte. Jetzt aber genauso wie eben Roman Rees mit zwei Fehlern belastet ist. So, Zielanlauf Benny Doll, ganz klasse gelaufen, hat sich Giacomel geschnappt auf der letzten Runde, hat hier eine richtig gute Laufzeit in den Schnee von Hochfilzen gezaubert, der Weltmeister des Jahres 2017, damals übrigens 0,7 Sekunden vor Johannes Tinius Bö, jetzt hinter dessen Landsmann Dorle, erst einmal Zweiter im Ziel und nur 11,9 Sekunden zurück.
2 Sekunden Vorsprung auf Giacomel. Also da hat er auf der letzten Runde 8-9 Sekunden gut gemacht gegen den sehr, sehr starken Italiener. Ja, klasse Rennen von Benny. Und Hannes ähnlich unterwegs wie Benny. Und Benny hat 40 Sekunden von Johannes Dahle bekommen, aber eben doch die zweite Laufzeit aktuell damit. Und hier sehen wir Vetle Christiansen, der zum Stehenschießen läuft. Und das ist natürlich einer, der jetzt auch noch mal vorne eingreifen kann. Wird immer noch als Zweiter nach dem Liegenschießen geführt in den Listen mit nur 9 Sekunden Rückstand auf Johannes Thiemiesbø. Und der hat ja bekanntlich jetzt hier 3 Scheiben verfehlt beim Stehenschießen. Läuft übrigens eine starke Schlussrunde, Johannes Thiemiesbø. Hat aber zuletzt immer noch über 10 Sekunden Rückstand auf Benny Doll. Ich hoffe mal für Benny, dass er den Vorsprung bis ins Ziel halten kann im Fernduell. So, jetzt Vetle Sørensen Christiansen mit seiner eigentlich stärkeren Disziplin. Ja, in Östersund hat er ja ewig geschossen, hat er so lange gekämpft. Und das beginnt jetzt wieder. Er setzt ab, greift nochmal nach. Lange bis zum ersten Schuss. Er kämpft. Er will unbedingt die Null haben. Parallel ein Auge auf David Zobel, der oben rechts den ersten Fehler leider fabriziert. Ah, und das ist der einzige Schuss, den er jetzt ein bisschen schneller geschossen hat. Und der ging vorbei. Er hätte jetzt die Chance gehabt, recht entspannt in Führung zu gehen. Zobel mit 2 Fehlern. Das sind einfach zu viele, die jetzt hier geschossen werden aus deutscher Sicht. Und Johannes Thiemiesbø schnell, zu schnell für die Kameras. Und er sagt selbst, Daumen runter. 27,9 Sekunden sein Rückstand. Als Vierter momentan im Ziel. Und auch langsamer als Dahle, als sein Landsmann in der Spur. Gute 11 Sekunden, aber schneller als Benny Dahle. Also er ist schon wieder läuferisch fast da. Aber natürlich 3 Stehenfehler. Einfach zu viel für ihn. Und er hat ja trotzdem ganz schön durchgezogen mit 25 Sekunden im stehenden Anschlag. Also da hat er nicht wirklich locker gelassen wie Vetle Christiansen, der wirklich um jeden Schuss gekämpft hat. Und hier kommt der neue mögliche Spitzenmann. Sebastian Samuelsson in toller Laufverfassung hat er schon in seinem Heimweltcup in Östersund gezeigt. Auftaktsieg in der Single-Mix-Staffel mit Hanna Öberg und dann auch zum Abschied ein toller Erfolg für Sebastian Samuelsson, der hier möglicherweise den nächsten Sieg einheizen kann. Es wird spannend mit Vetle Christiansen, der 5 Sekunden nach ihm rausgegangen, also mit 5 Sekunden Rückstand nach dem zweiten Schießen rausgeht. Aber den Abstand gegen Johannes Dahle konnte er eigentlich verteidigen, eben Sebastian Samuelsson. Das heißt, er läuft auch eine sehr gute Schlussrunde. Christiansen hat den kleinen Vorteil, hinter ihm unterwegs zu sein, 5 Sekunden. Aber auch Samuelsson aufzuholen, halte ich fast für ein Ding der Unmöglichkeit auf der letzten Runde für den Norweger. Ganz schwierig. So, für Omaier. Schießt einfach zu viele Fehler in diesem Jahr. Zum Auftakt gleich deren 5 über die 20 Kilometer. Völlig untypisch für den starken und sehr ehrgeizigen Franzosen. Und der nächste kleine Schlag in die Magengrube. 3 Fehler gesamt, wie für Philipp Navrat, auch beim Franzosen Fillon Maillet. Perrault kommt ins Ziel mit einer starken Zeit. 24,7 Sekunden Rückstand, das heißt 3 Sekunden vor Johannes Thiemiesbø, der Franzose jetzt auf 4. Und der nächste interessante Mann, Sebastian Samuelsson, der sich jetzt dem Ziel nähert. Der nach wie vor extrem akribisch und ausdauernd auf seinem Laufband zu Hause arbeitet und ackert, an den Laufzeiten nochmal geschraubt hat und zu Recht hier erst einmal die Führung übernimmt. Langsamer in der Spur zwar als Johannes Thiemiesbø, drittbester Läufer im Moment, Sebastian Samuelsson, aber nur einen Fehler, Dahle 2, Bö 3, also führt der Schwede. Aber eben auf der Schlussrunde verteidigt, bekommt er nur 5,8 Sekunden von Johannes Dahle. Und das ja wirklich eine gute Schlussrunde von ihm. Jetzt bin ich gespannt, was Vetle macht. So, die Kameras konzentrieren sich auf Martin Ponziluoma. Wir hatten es in den letzten beiden Wochen einige Male angesprochen. Hat sich mit einer hartnäckigen Hüftverletzung geplagt in der Vorbereitung. Momentan geht's besser. Klar auf den aufsteigenden Ast, sagt auch sein Trainer, sagt Jean-Marc Chablot. Hat erzählt, die Schmerzen gehen weg. Martin wird immer selbstbewusster. Toller Lauf, auch heute von ihm hier mit einer Null.
war nur mit minimalem Rückstand gekommen. Poncilo Oma in den letzten Jahren immer einer der stärksten in der Spur. Und auch heute geht er hier erstmal in Führung. Einen Hauch vor seinem Landsmann Samuelsson, beide mit einem Fehler belastet. Ja, das wird spannend. Die waren noch ungefähr ähnlich unterwegs auf den ersten beiden Runden. Spannendes Duell, natürlich mit einem kleinen Vorteil für ihn, weil er die Zeiten bekommt. Aber jetzt, Stichwort spannend, und jetzt wird es richtig spannend. Schau dir das an, 8,1 Sekunden Vorsprung von Johannes Kühn auf all die Schweden, die wir eben gesehen haben, und Johannes Dinesbø und Dorle. Er hat es in der Hand. Ja, wird ein gutes Ergebnis. Wird ein gutes Ergebnis mit einem Fehler. Er hat sich sehr Zeit gelassen zwischendrin, weil natürlich im letzten Jahr das seine Wackeldisziplin war. Aber eigentlich können wir das ad acta legen. Stehenschießen hat er wirklich dran gearbeitet. Ist immer besser geworden, Johannes Kühn. Und ein Fehler ist immer mal drin, haben wir auch bei den anderen gesehen. Nächster chancenreicher Anwärter auf die Führung. Tarje Bö, noch mal einen Ticken schneller als Johannes Kühn, der eben reinkam. Zuletzt unglaublich stark und beständig in Östersund. Deutlich besser als sein jüngerer Bruder. Schießt wirklich schnell. Fantastisch. Einfach großartig. Tarje Bø tritt anstelle seines Bruders heute ganz oben aufs Treppchen. So sieht es momentan aus. Hat hier einen deutlichen Vorsprung, dieser Tarje Bø. Mittlerweile 35 Jahre jung und noch kein bisschen laufmüde, noch kein bisschen Biathlon-müde. War schon Weltcup-Gesamtsieger in der Saison 2010-2011. Seitdem nicht mehr aus der Weltspitze wegzudenken. Und heute mit einem echten Paukenschlag, nachdem er schon zuletzt in Östersund Zweiter im Sprint war, könnte er heute noch einen draufsetzen. Wahnsinn, dass er es wieder schafft, vorne so reinzulaufen. Auch stehend durchgezogen. Also wirklich sehr konzentriert, zügig geschossen, läuferisch gut unterwegs. Und ich erwarte auch eine ordentliche Schlussrunde von ihm. Also ich muss schon sagen, fantastisch. Lief schon fast so ein bisschen unterm Radar. Alles hat sich ein bisschen konzentriert auf, was macht der jüngere Bruder, was machen die Schweden, wie gut ist Christiansen. Und dann kommt mit Startnummer 49. Und das zeigt auch, die Strecke hält. Also momentan gute und gleiche Bedingungen für alle. Tarje Bø daher. So, was wir jetzt nicht gesehen haben, ist der siebte Norweger, beziehungsweise eigentlich der zweite der letzten Jahre, Sturle Holm Langreit, hat liegend geschossen und liegt momentan auf Platz 4, zeitgleich mit seinem Landsmann Strömsheim. Ja, nach dem ersten Schießen haben wir 5 Norweger und dann ersten 6. Also sie haben schon heute ganz gut zurückgeschlagen, könnte man sagen. Dann kommen natürlich die beiden Schweden noch, aber Benny Doll mittendrin. Roman Rees nicht ganz so gut mit seinen 2 Fehlern im Stehenschießen. Rückstand von 1,37,3. Damit momentan auf Rang 16. Und Sie wissen natürlich, geht alles mit in die Verfolgung, was heute hier drauf kommt. Endre Strömsheim mit einem erneut richtig guten Resultat. 3-mal Top 6 bisher, heute im Moment 7. Also das wird wahrscheinlich wieder ein Rang unter den besten 10. Also der ist sehr, sehr beständig und sehr stark und bietet sich an, drin zu bleiben. Eigentlich hat er nur eine Wildcard für die ersten beiden Weltcups als IBU-Cup-Gesamtsieger, aber ich denke mal, er hat sich seinem Trainer sehr empfohlen. Aber wenn Lagerhardt heute ein gutes Ergebnis macht, wen tut man dann raus? Also Sørum war auch schon mal 3. Der war schon mal 3, heute nicht gut, aber möchte ich nicht tauschen gerade. Nee, ich auch nicht. Obwohl, ist ja ein Luxus, ne? Ja, ist ein Luxus, aber irgendeinen guten musst du eben raustun und das ist natürlich schade. So, Lukas Hofer, 34 Jahre alt, zurück im Weltcup. Großartig, wie er sich zurückgekämpft hat mit Hilfe von Johannes Lukas, dem schwedischen Chefcoach, nach vielen Verletzungen. Tiefer Ausweichschritt. Er ist richtig happy, wieder dabei zu sein. Er hat gesagt, es hat sich so gut angefühlt, in Östersund die Startnummer wieder überzustreifen. Er war einfach glücklich, wieder dabei zu sein. 3-mal Top 25, da war er auch happy. Also der ist einfach froh, dabei zu sein, dass es sich gelohnt hat. Und Taye ist gut unterwegs, führt hier mit einem, ja, komfortabel würde ich nicht sagen, aber mit einem ordentlichen Vorsprung. Hat nur 2 Sekunden verloren an diesem Punkt der Strecke hier. Also das sieht gut aus für Tarje Bø und es sieht auch gut aus für Vetles Jørstad Christiansen in Sachen Konstanz, Stabilität. Da ist er im Moment einer der Besten. Im Moment jetzt auf Rang 3 hinter Samuelsson und Dorle vor Benny Doll. 5 Sekunden Vorsprung, also etwas schneller
in der Spur auch als Benedikt Doll. Insgesamt sind das etwa 13 Sekunden. Benny jetzt auf Rang 6, was die Laufzeiten angeht. Das stimmt, aber Benny hat eine bessere Schlussrunde gemacht, hat er jetzt schon ein bisschen mehr verloren, der Wettle Sjostad Christiansen, also auf Samuel zum Beispielsweise. Da konnte er nicht mehr ganz das Tempo gehen wie die anderen. David Zobel gilt auch das, was für Roman Rees galt. Schöner Liegenanschlag und dann die zwei Fehler beim Stehenschießen, die dazukommen. Das sind natürlich 1,27 Rückstand dann in der Verfolgung. Nicht unmöglich, aber vorn laufen ja auch keine Anfänger. Insofern ist das natürlich ein echter Batzen, fast 1,5 Minuten Rückstand. So, hier vorn warten sie und das ist Ole-Einar Bjørndalen, der hier für TV2, für das norwegische Fernsehen mit kommentiert und analysiert. Auch ein besonderes Auge auf Johannes Thinis Bø heute haben wollte, auf dessen veränderten Liegendanschlag. Ja, der hat funktioniert, der Liegendanschlag, das ging. Und der vermeintlich Stärkere, da hat er deutlich überzogen. Ja, er hätte alle Trümpfe in der Hand gehabt heute mit seinem starken Stehendanschlag, aber Hochfilzen ist nicht leicht. Wenn man da einen Ticken zu straff hinläuft, ein bisschen zu erschöpft ist, dann hat man viel Bewegung auf der Mündung und dann wird es schwierig, da saubere Schüsse abzugeben. Hier sieht man schön den oberen 3-3er-Teil. Wie war das eigentlich mit dir? Hast du diese Strecken eher geliebt oder eher nicht? Meistens nicht so. Also ich hatte ja auch ein paar ordentliche Rennen, aber ich hatte auch häufiger mal welche zur WM, auch klassisch wie heute, 0-2 geschossen. Gute Laufzeiten, dann wird man halt Zwölfter. Mit zwei Fehlern hat man einfach keine Chance, weil die Besten kommen dann eben doch mit Null durch, wie Tai heute. Tja, mit drei Fehlern hast du gar keine Chance, wie eben gesehen für Jung Maillet. Und hier einer unserer Nullfehlerschützen, Justus Strelo, der sich da mal am Computer versucht. Ja, Justus, wenn es kalt ist, steigen die auch mal aus. Aber wir können ihm natürlich helfen aus der Ferne. Zehnter ist er momentan immer noch mit seinen Nullfehlern und einem Rückstand von einer knappen Minute. Er hat sich überhaupt nichts vorzuwerfen, hat das Beste draus gemacht, aber 1,40 in der Laufzeit ist natürlich eine Menge Holz. Ja, absolut. Aber immer noch vor Fionn Maillet, der ja weiterhin rätselt, der sehr optimistisch in die Saison gestartet war, weil er der Meinung war, er hätte lauftechnisch einiges dazugelernt. Jetzt aber Achtung auf Martin Ponzilo-Omer und bums, die Zeit des führenden Samuelsson ist weg. Also da hat er ein bisschen eingebüßt nach dem Schießen auf seinen Landsmann Sebastian Samuelsson. Und dennoch bleibt er vor Dorle. Schwedische Doppelführung jetzt im Ziel. Samuelsson, Ponzilo-Omer. Auch er übrigens ein Weltmeister vergangener Tage auf dieser Strecke hier. War gleich sein erster Weltcupsieg, auch ein Weltmeistersieg für Martin Ponzilo-Omer. Das war im Jahre 2021, damals auf der Pokljuka. So, die Österreicher, die schießen durch die Bank alle ganz gut, genau wie Felix Leitner. Aber durch die Bank hängen sie ein bisschen hinterher zu Saisonbeginn, was die Laufzeiten angeht. Aber gute Vorstellung hier vor eigenem Publikum von David Komatz. 15. Platz momentan. 1,12 der Rückstand für die Verfolgung. Ein gutes Resultat für ihn, würde ich sagen. Also hat er einen guten Job gemacht heute. Wir sehen die 44 und wissen, da kommen gleich die 47, Johannes Kühn und die 49, Tadej Bø. Zwei ganz interessante nochmal. Der eine, der garantiert eine richtig gute Leistung abliefern wird, der Johannes. Und der andere, der wahrscheinlich die Führung übernehmen wird, Tadej Bø. Zuerst Augenmerk auf Johannes Kühn. Und du hast es gesagt, Arndt, der läuft heute auf jeden Fall ein gutes Rennen. Wird ein tolles Ergebnis, auch für die Verfolgung. Mit seinem einen Fehler sieht immer noch sehr, sehr dynamisch aus hier auf den letzten Metern. Johannes Kühn hat schon überzeugt zuletzt als Achter im Sprint von Östersund. Und jetzt 7. Platz. Also könnte wieder im Top 8 werden, denn da kommt ja eigentlich nur noch Tadej Bø von denen, die wir momentan im Auge haben. Im hinteren Feld dann die etwas schwächeren. Und da kommt Tadej Bø schon angerauscht. Schauen sich das an, hat den Vorsprung gehalten, vielleicht sogar ein bisschen ausgebaut. Geht hier in Führung und gewinnt das Ding. Tadej Bø, sensationelle Vorstellung. Da klatscht auch Sebastian Samuelsson Beifall. Der Altmeister hat wieder mal zugeschlagen. Unglaublich. Einer, der mit Patrick Oberecker sehr viel zusammen in Oslo trainiert und noch mal richtig gut in Schwung gekommen ist. Klasse Vorstellung. Kurz der Blick aufs Tableau, so sieht es jetzt aus nach dem Ziellauf von Tadej Bø vor Samuelsson und Ponzilo-Omer. Benny Doll ist Sechster und
Justus Strelo ist jetzt auf Platz 13 und gleich neben Dexi zu finden. Ja genau, der steht schon im Moment. Wir haben ihn ja auch schon gesehen, wie er die Zeiten studiert hat. Und es gibt eine Statistik, in der ist Justus Strelo der Beste, nämlich schnellster Liegenschütze, null Fehler. Ist das was, wo man schon rangeht mit dem Angang, ich möchte so schnell schießen, oder ergibt sich das während des Schießens? Also ich habe gestern extra noch gesagt, dass ich mich zusammenreißen muss, dass ich hier langsam machen muss. Hat ja super geklappt. Ja, im Endeffekt, für mich hat es sich gar nicht so schnell angefühlt. Deswegen, es überrascht mich ein bisschen gerade liegend. Aber insgesamt natürlich. Ich musste heute übers Schießen kommen. Läuferisch lief es nicht optimal. Und deswegen bin ich froh, dass ich am Schießstand das wenigstens umsetzen konnte. Ja, es waren 24 Sekunden. Es war jetzt gar nicht so eine krass schnelle Zeit. Es war trotzdem die schnellste des Tages. Wie war es denn, um es ein bisschen zu vertiefen, auf der Strecke? Wie schwer? Naja, meine Beine waren nicht so ganz frisch. Ich hatte ein solides Tempo von Anfang an, konnte da aber nicht wirklich schneller laufen. Und heute waren gute Bedingungen. Man sieht, die Konkurrenz ist sehr schnell unterwegs gewesen und deswegen habe ich da ganz schön Zeit verloren. Und dennoch wären Sie 13. Vielleicht kommt noch einer oder zwei dazwischen, wird wieder ein gutes Ergebnis für Sie. Ist es ein Ergebnis, mit dem Sie noch zufrieden sind, oder ist jetzt schon der Top-10-Platz das kleine Ziel, was man im Kopf hat? Nee, also insgesamt mit Top-20-Ergebnis kann ich schon erstmal zufrieden sein. Es geht darum, meine Leistung abzurufen, gerade am Schießstand. Läuferisch war heute leider nicht mehr drin, aber die Saison ist noch lang und ich denke, das wird auch wieder besser und dann sind die Plätze vielleicht auch wieder ein bisschen besser. Ja. Und morgen wird ja viermal geschossen. Viel Erfolg. Danke. So, wir sind bei Emilien Jacquelin, der hat zwei Fehler geschossen, aber wir haben parallel zum Interview mit Justus Strelo gesehen, das Imperium schlägt zurück. Sturlahom Lagreid, Teil des Imperiums, die Norweger heute allesamt sehr laufstark und viel, viel besser unterwegs als in Östersund. Sturlahom Lagreid hat gerade zum zweiten Mal null Fehler geschossen und tatsächlich die Führung nach dem Stehendanschlag übernommen. Und das ist eine kleine Sensation. Ich habe mich gestern ein bisschen umgehört im Team der Norweger. Die haben gesagt, ein Wahnsinn, großes Rätselraten. Der hing so weit zurück, was die Laufzeiten anbelangte in Östersund, dass man sich kaum vorstellen konnte, dass er hier so knallermäßig wieder zurückkommen würde. Dein Urteil? Ich bin völlig überrascht. Auch gerade, wie er hier aus dem Stadion rausgelaufen ist. Da war ein Zug dahinter. Also völlig anderes Bild als in Östersund. Dazu ein schnelles Stehenschießen, 22,8 Sekunden. Und jetzt führt er und kämpft um den Weltcupsieg heute. Also vor der Saison hatte man gesagt, keine Überraschung, denn er hat ja groß angekündigt, er will den großen Johannes Dienisbö herausfordern. Werden wir gleich zu sehen bekommen. Erstmal hier einer der Newcomer, Joni Mustonen aus Finnland. Unten rot unterlegt zu sehen, mit welchem Rückstand er hier zum ersten Schießen gekommen ist. Also ganz klar, wir achten vor allen Dingen auf die Startnummer 67 als nächsten. Das ist Sturlahom Lagreid. Der norwegische Trainer hier, Kulstad, für das finnische Team. Norwegische Trainer mit vielen verschiedenen Teams unterwegs, auch bei den Österreichern einer. Und da sehen wir Sturlahom Lagreid, der vor der Saison unfassbar viel an seiner Waffe und seiner Kraft gearbeitet hat. Stichwort Waffe, da hat er sich auf eine neue konzentriert. Sehr zum Unmut seines Trainers Sigi Masé, ist immer hin und her geswitcht in der Vorbereitung. Neue Waffe, alte Waffe, neue Waffe, alte Waffe. Jetzt hat der Trainer ein Machtwort gesprochen. Er hat wieder die alte Waffe, die 150 Gramm schwerer ist, aber die ihm ja in den letzten drei Jahren jeweils zum zweiten Weltcuprang verholfen hat. Das ist der Führende des bisherigen Rennens, Tarje Bø, und der muss jetzt noch mal richtig zittern. Ja, jetzt sind es noch 2,5 Sekunden Vorsprung. Also 2 Sekunden hat er schon auf dem unteren Teil jetzt verloren. Also das ist nicht viel Luft. Da könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht eng für ihn wird, aber er wird natürlich auch hoch motiviert sein und auch ein bisschen euphorisch jetzt nach diesem Rennen, weil man hat ja schon diskutiert, ob er vielleicht nach dem Filzen rausgehen wird. Kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Er, der am ehesten in der Lage war, in den letzten Jahren Johannes Tinius-Bø ein bisschen zu ärgern durch sein tolles, stabiles Schießen, hat in Östersund alles vermissen lassen, auch dieses sichere Schießen des Vorjahres, aber vor allen Dingen die Laufzeiten. Und ja, irgendwie ist es so wie früher, die Norweger in großer, breiter Phalanx an der Spitze des Feldes. Und jetzt beginnt der Bergteil der Strecke. Also hier ein kurzer Anstieg, wieder eine kurze Abfahrt und dann der Simon Schemp-Gedächtnisanstieg, wie ich es vorhin genannt habe. Es ist noch ein weiter Weg rauf. Da kann man, also 2 Sekunden sind da gar nichts. Und er hatte 4,5 Sekunden, hat davon jetzt über 2 verloren auf Johannes' älteren Brüder Tarje.
Sigi Mazet auf jeden Fall mit einem breiten Grinsen im Gesicht, denn das wird wahrscheinlich einen norwegischen Doppelerfolg heute geben. Dann zwei Schweden dahinter. Dann wieder zwei Norweger. Teufel zugehen, wenn Lagreit jetzt nicht Erster oder Zweiter werden würde. Was ein bisschen schade ist, Benny wäre dann keine Top 6 mehr. Also da haben wir keinen Deutschen mehr bei der Siegerehrung dabei, leider. Der würde dann Benny auf Platz 7 verschieben. Aber unglaublich, dieser Mann hier aus Lillehammer, Sturlaholm Lagreit, 26 Jahre alt. Bei den letzten Weltmeisterschaften Bronzemedaillengewinner auf dieser Strecke, auf der Sprintstrecke. Der vor der Saison gesagt hat, ich möchte die Lauflücke auf Johannes Tinius Bö verringern, zum Beispiel auf 15 Sekunden, damit er mehr meinen Atem nicht nur spürt, auch hört. In Östersund war genau das Gegenteil der Fall. Der Laufrückstand war riesig und heute ist er wie Phönix aus der Asche wieder da. Aber jetzt waren es nur noch 0,8 Sekunden Vorsprung und jetzt, finde ich, geht er auch einen Ticken schwer hier. Sei ihm verziehen nach dieser langen, anstrengenden Strecke. Es wird unfassbar wehtun und jetzt muss er eben diesen Übergang hier mitnehmen. Und das tut wahnsinnig weh. Lang werden, keinen Schritt auslassen. Und dann kommen da hinten, rechts vom Kran sozusagen, noch die ganzen Wellen da hoch. Man sieht die anderen Athleten. Aber heute ist er auch wieder zurückgekehrt zu alter Schießstärke. Wenn man sich das vor Augen führt, in der gesamten letzten Saison hat er ganze 4 Schüsse im Liegenanschlag daneben geschossen. Allein in Östersund waren es, glaube ich, schon 4 oder 3. Heute 0-0. Und eine ganz, ganz andere Vorstellung in der Spur von Sturlaholm Lagreit. Dafür wird er mit Sicherheit belohnt. Mit welchem Platz, werden wir gleich sehen. Also im Moment tippe ich mal eher mit Platz 2. Aber wir warten es ab. Ja, jetzt hat er schon einen leichten Rückstand. Hast du recht, hier hat er zum ersten Mal einen Rückstand auf Tadej Bö, der eine super Schlussrunde hingelegt hat. Ja, man sieht ja, der läuft nicht langsam. Ne? Und trotzdem hat er da auf dem kurzen Abschnitt jetzt 3-4 Sekunden verloren. Ja, jetzt da müsste er normalerweise im 1-1 drüber drücken. Auf dem Abschnitt, da ist er 2-1 kurz und jetzt hat man auch das Gefühl, da ist nicht mehr viel Vortrieb da. Erklär noch mal kurz den Zuschauern 1-1, was wäre der Vorteil, wenn er da noch 1-1er Technik laufen könnte? Ja, da kann er eine höhere Geschwindigkeit laufen, aber muss eben die Kraft noch haben und die hat er eben nicht mehr gehabt, glaube ich, und deswegen ist er da im 2-1 ein bisschen langsamer gelaufen. Im Ziel jetzt Emilien Jacquelin, der gestern der letzte der Franzosen beim Training war, der sehr akribisch noch mal versucht hat, alles auf Null zu stellen. Dennoch nur 12. heute mit 2 Fehlern belastet. Also auch er hat fast eine Minute Rückstand auf den momentan führenden Tadej Bö, der es aller Voraussicht nach auch bleiben wird. Zweitschnellster in der Spur heute sein jüngerer Bruder Johannes. Tadej Bö mit der 5. besten Laufzeit, aber mit einer klasse Schießanlage. So, das ist jetzt eine letzte Welle. Dann kommt die Abfahrt, 90-Grad-Kurve. Es sind auch viele norwegische Betreuer noch, die ihn da auch anfeuern, obwohl es natürlich gegen Tai im Prinzip geht, aber jeder wird da maximal angefeuert. Ja, es geht ja auch gegen Samuelsson, der auch nur 10 Sekunden zurück war im Ziel hinter Tadej Bö. Also das ist eine herausragende Leistung von dem Älteren der Bö-Brüder, der schon sehr, sehr lange dabei ist. Und jetzt kommt Sturlaholm Lagreit. Auf jeden Fall wird er heute Abend auf Wolke 7 ins Bett gehen. Denn das ist ein ganz anderer Sturlaholm Lagreit als den, den wir in Östersund gesehen haben. Klarer 2. Platz am Ende. Damit wird er hochzufrieden sein. Hat sich jetzt auch ins Notizbuch von Sigi Mazet wieder ganz fest eingraviert. Jetzt wird es schwer, ihn nach Hause zu schicken. Und wie du schon gesagt hast, es wird generell schwierig. Die Norweger im Bündel wieder da, zu 4. unter den besten 5 Läufern. Ein Wahnsinn. So, Tadej Bö hat das Ding gewonnen vor Sturlaholm Lagreit und Samuelsson, Ponsiluoma, Benidol 7., Johannes Kühn 9. Klasse Vorstellungen. Und Johannes Tinius Bö, der steht momentan zum Interview bereit bei Christian Dexner. Ja, vielen Dank, Willi. Johannes, what do you say to your brother's performance and also was sagen Sie zur Vorstellung Ihres Bruders? Beide super. Ja, den Sieg, den Navrat ihm gestohlen hat, in Östersund hat er sich jetzt geholt. Und Sturla genauso. Ja, hat sauber geschossen und auch nur eine halbe Minute zurück in der Laufzeit. Er ist zurück. Ja, es sind einfach zu viele Norweger immer noch vor mir. Ich muss was machen. Aber Ihre Form ist deutlich besser gewesen. Yes, I did just after the
The last race in Östersund, I went to my bedroom and did so many push-ups the 3 days after. Ich habe so viele Push-ups gemacht in meinem Schlafzimmer gleich nach dem letzten Rennen von Östersund. Ich bin stärker geworden. I tried to do some strength in between and it looks like it paid off already. Ja, es hat sich auch mal schon ausgezahlt, was ich gemacht habe. Also today, but there was 3 minutes. A little bit and slow down. I think I've tried to now use 20 minutes to think what happened in the standing and ja, ich glaube, ich habe jetzt 20 Minuten versucht nachzudenken, was ist passiert beim Stehenanschlag. Ich habe eine gute Atmung gehabt. Like I wanted to, but still missed 3. Es ist alles so gelaufen, wie ich es eigentlich wollte und trotzdem habe ich 3 verpasst. I think that could be better to not think too much and just ja, let ich, it go. Trotzdem werde ich weiterhin riskant schießen und es ist immer besser, nicht zu viel nachzudenken. Ja, das ist so die Dorothea Vira Taktik. Schnell schießen, damit man keine Zeit hat nachzudenken. Aber ich glaube nicht, dass er jetzt 100 Push-Ups oder 200 gemacht hat. Wir sind bei Emilien Claude, den wollte ich gerade loben für die ersten 3 Treffer. Dann hat er 2 Fehler dazu fabriziert, der Franzose. Für uns Gelegenheit, ganz kurz mal in die Werbung zu gehen. Geben Sie Ihrem Quattro, was er verdient. Der rein elektrische Audi SQ8 Sportback e-tron. So, da haben wir Lovro Planko ein bisschen verfolgen dürfen, auf den sein Trainer Rico Groß sehr stolz ist, denn der hat in den ersten 3 Rennen jeweils Weltcup-Punkte geholt. Das heißt also, war jeweils unter den Top 40. Logischerweise sind die Ansprüche in jedem Team andere. Er jedenfalls war zufrieden, dass da einer nachkommt nach Jakob Fack, der an die zumindest Tür der erweiterten Weltspitze anklopft. Das wird noch eine Weile dauern, bis er da oben ankommt, aber immerhin. So, Fabian Claude, mit dem hat man eigentlich auch ein bisschen mehr gerechnet zu Saisonbeginn. Heute gleich 3 Fehler beim Liegenschießen. War einer derjenigen aus der zweiten Hälfte des Feldes, mit denen wir noch gerechnet hätten. 4 Fehler insgesamt. Großer Rückstand für den Franzosen. Ja, ziemlicher Dämpfer. Ja, auch keiner der Franzosen mit einer Top-10-Laufzeit. Also da sind sie auch auf der Strecke schon ein Stück weit weg. Dazu viele Fehler. Also eher ein schwacher Tag für das französische Männerteam heute. Joni Mustonen hatten wir vorhin schon mal gesehen, den jungen Finnen. Insgesamt mit 3 Fehlern. Dann der nächste aus dem Team von Rico Groß, Miha Dovjan. Startnummer 90, hat hier nur einen einzigen Fehler geschossen und das im Stehendanschlag. Währenddessen wir hier nochmal diese wunderschöne Totale sehen des Schießstadions in Hochfilzen. Gut gefüllt heute. Und hier der Einlauf von Lovro Planko, den wir eben gelobt hatten. Momentan Rang 31. Und Philipp Navrat ist jetzt bei Christian Dexner. Ja, Philipp Navrat, mit 2 Fehlern im Liegendanschlag war das Rennen natürlich dann relativ schnell so ein bisschen gegen sie gelaufen. Uros Velepec hat gemutmaßt, sie waren ein bisschen aggressiv am Abzug. Wie haben Sie es erlebt? Zunächst mal haben wir die Zeit eigentlich gut genommen auf den ersten Schuss. Das haben wir so ja, von der Herangehensweise so uns hergerichtet und denk, war dann relativ zufrieden, dass es mit 2 Schuss dann ganz gut ging. Dann gehen mir die 2 leider, ich weiß noch nicht genau wohin, weg. Wahrscheinlich wieder tief, wenn er sagt, das war zu aggressiv. Ja, rechts, glaube ich. Rechts, okay. Ja, das ist dann eher eine Einstellungssache in der Schulter vielleicht. Aber ja, ist schade, dann, wenn das Rennen so losgeht, ist man natürlich nicht so richtig dabei. Ja. Laufzeit im Moment 16.1.07 hinter Dorle, der war der schnellste heute. Wie ordnen Sie das ein? Ja, deutlich zu viel. Viel zu viel Rückstand im Laufen. Kann es mir nicht genau erklären, woran es liegt. Das gelbe Trikot ist jetzt erstmal weg. Gibt es eine kleine Kampfansage oder ist da im Moment die Laune nicht ganz danach? Nee, natürlich. Bleibt weiter die Attacke auf, nach ganz vorne. Ich denke, die Saison ist immer noch jung und das erste Wochenende lief halt gut für mich, für uns. Jetzt geht es wieder neu weiter und daher weitermachen und ja, Mund abputzen und weiter geht's. Vielen Dank. Genau die richtige Einstellung, währenddessen wir bei Joscha Burkhalter sind.
junger Schweizer, der liegend fehlerfrei geblieben ist. Zuletzt in Östersund noch ein bisschen hinterherlief als 55. auf der langen Strecke. Aber er ist ein guter Schütze. Remo Krug, der heute, wie vorhin erwähnt, auf Hartweg und Danusa verzichten muss, freut sich über die gute Schießleistung von Joscha Burkhalter, der hier gar nicht mal so weit zurückliegt im Rennen. Nur eine knappe Minute der Rückstand. Damit ist er momentan auf Rang 19, noch vor Endre Strömsheim, den Norweger. Ja, und der nächste Nullfehlerschütze, Patrick Braunhofer, der Italiener, hat das klasse gemacht, hat zuletzt in Östersund im letzten Jahr zum ersten Mal einen Top-20-Platz erreicht, versucht, in die Nähe dieser Platzierungen zu kommen. Und da ist er heute sogar. Schauen wir mal, wo er sich einordnet, wenn die Zeit stehen bleibt, hier auf Rang 22. Und Benny Doll steht bei Christian Dexner. Ja, Benny Doll mit der 8. Laufzeit im Moment. Das liest sich ganz gut. Wie hat es sich denn auf der Strecke angefühlt? Ja, eigentlich war ich nicht unzufrieden. Das läuferisch war es vom Gefühl her wieder viel besser als in Östersund. Ich weiß nicht, ob es die Kälte war, hat sich immer so wie eingefroren gefühlt. Und heute motorisch konnte ich richtig gut Frequenzau laufen. Und ja, skitechnisch schwierig zu beurteilen. Ich hatte keinen so einen großen, so viel Vergleich. Aber ich war eigentlich nicht unzufrieden. Von den anderen habe ich jetzt aber schon gehört, dass es nicht optimal war. Müssen wir mal im Detail analysieren. Sie waren ja hier 2017 Weltmeister im Sprint, jetzt auch läuferisch ganz zufrieden gewesen. Warum liegt Ihnen diese Strecke so gut? Ja, man merkt, dass es wieder ein bisschen in der Höhe ist. Und da kann ich so mein, sag ich mal, mein Herz-Kreislauf-System besser ausnutzen. Und da habe ich, glaube ich, ein paar Vorteile gegenüber anderen Sportlern. Und darum laufe ich hier ganz gern, weil man sich so auspowern kann. Im stehenden Anschlag ist der erste daneben gegangen. Wie schwer ist es dann, bei sich zu bleiben, um die anderen vier auch noch zu retten, um dann eben doch ein gutes Ergebnis am Ende abzuliefern? Ja, muss man sich dann schon nochmal neu besinnen. Aber ich habe mir eigentlich einen ganz guten Plan vom Schießen zurechtgemacht. Konnte ihn gut umsetzen, nur beim ersten Schuss war ich noch nicht ganz im Ziel. Den habe ich hoch auf den Rand gesetzt, glaube ich. War ärgerlich, weil heute musste ich einfach null schießen. Dankeschön.